So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder soweit. Ihr seht, wir haben einen weiteren Feldforschungsdurchbruch, den wir abholen können. Vorher müssen wir noch eine Aufgabe einlösen. Wir nehmen mal die untere und schauen, was da drin ist. Bla 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 bla. Ein wildes Enteron. Hey, wer wünscht sich das nicht? Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Das kommt jetzt immer sehr unregelmäßig. Eigentlich war das schon voll. Kann man ja am Stempel dann sehen, aber die Folge wird trotzdem dann etwas später kommen, da wieder andere Dinge anstehen. Die PvP-Kämpfe sind ja jetzt da, da werde ich erstmal was hochladen. Vielleicht den X-Ray, der morgen ansteht oder so. Und dann kommt das vielleicht am Samstag, Sonntag. Mal schauen, das rennt ja nicht weg. Jetzt kriegt man ja eh viele Sinosteine hinterhergeworfen. Wir gucken mal kurz, kann es mit allen aufnehmen. Angriff wirklich hoch, also nichts. Und wir holen mal den Feldforschungsdurchbruch ab, schauen, was da drin ist. 2000 Staub, 20 Pokebälle, 3000 Erfahrungspunkte, aber kein Sinostein. Wir schauen mal, ein wildes Lavados. Und der Quede hat uns ja gezeigt, er hat ein Shiny Lavados bekommen aus der Feldforschung. Wir tüten jetzt mal das Lavados hier ein. Das kann man natürlich, früher habe ich die einfach immer weggeschmissen. Mit dem Level 15 habe ich gedacht, damit machst du eh nichts, hau die Dinger einfach fort. Aber für die PvP-Kämpfe sind die Sachen eigentlich trotzdem recht nützlich. 1444 für die 1500er Liga. Weil ihr seht ja hier, gebe ich einen Power-Up, hat es 1492. Also wenn das gute IV hätte, da könnte man sowas auch nutzen. Hat es aber nicht. Zweiter Satz ist nur wirklich stark. Und jetzt haben wir den Feldforschungsdurchbruch abgeholt, haben leider keinen Sinostein bekommen, aber ich habe heute fleißig gekämpft natürlich bei PvP, habe da ein paar Matches gemacht, habe deshalb einen Sinostein bekommen. Ihr seht, hier geht auch ein Fünfer auf dann an den Stolperstein. Was haben wir noch? Oh, ein Vierer. Der ist natürlich viel reizvoller. Vielleicht ist da ja das Alola-Knogger drin. Also lieber den Vierer als den Fünfer. Wenn das nichts wird, dann doch den Fünfer. Aber wir wollen nicht lang reden und wollen heute wieder mal den Sinostein nutzen, um was zu entwickeln. Und da habe ich mir gedacht, entwickle ich heute mal das 100er Togetic zu Togekiss. Das ist auch schon auf Level 40, ist auch schon gemaxed, ist ein neuer Eintrag dann natürlich. Ihr seht hier, kann es mit allen aufnehmen, KP ist beste, Angriff, Verteidigung, alles richtig dope, daran besteht kein Zweifel. Da ich es letztens aus Versehen, ich wollte eigentlich auf den Button gehen und wollte wieder zurück, bin aber aus Versehen statt auf Power-Up auf Entwickeln gekommen. Jetzt habe ich das also schon entwickelt, damit ihr aber trotzdem seht, wie Togepi zu Togetic wird. Entwickeln wir jetzt einfach mal das Shiny Togepi. Ach nee, das machen wir nicht. Das sieht man uns auf. Wir wollen ja nicht so sein. Wir entwickeln einfach was anderes. Wir brauchen ja sowieso irgendwann alle Sachen als Lucky. Deswegen fangen wir jetzt einfach an mit Glücks-Pokémon und entwickeln ein Togepi zu Togetic, damit wir den Lucky-Eintrag haben für Togetic. Und dann entwickeln wir das 100er Togetic zu Togekiss, damit das im Pokédex steht. Schlau wäre es natürlich gewesen, das jetzt weiterzuentwickeln, dann steht es nämlich im Pokédex nicht nur normal, sondern auch als Lucky. Boah, das ist übelst, was ist das überhaupt? Das ist ein Männchen und ich hoffe, dass hier oben ist auch ein Männchen. Ja, schade. Wäre das jetzt nämlich ein Weibchen, da hätte ich schon mal ein weibliches Togekiss und dann auch noch gleich ein männliches Togekiss und ein Lucky-Eintrag. So muss ich halt nochmal eins weiblich nehmen und entwickeln, aber vielleicht ist das Shiny ja weiblich. Dann würde das auch funktionieren, dass männlich und weiblich bei Togekiss ausgefüllt sind, dass Lucky ausgefüllt ist und damit Togekiss überhaupt ausgefüllt ist. Ihr seht, also wenn man Pech hat, muss man das wirklich einmal als Shiny entwickeln, einmal als 100er entwickeln, einmal als Männchen entwickeln, einmal als Weibchen entwickeln. Gut dreimal reicht, glaube ich. Und da ist es, dass 100% Togekiss auf Level 40 mit 3332 WP. Mehr geht auch nicht. Hey, sieht aus wie ein Shiny Mantax, ne? Wenn man das so sieht. Och, ist das süß. Und ja, drei Bonbons haben wir noch übrig. Wir schauen mal kurz.
Ah, das Shiny ist leider auch ein Männchen. Haben wir denn überhaupt ein Weibchen, was wir entwickeln könnten? Nee. Wir haben gar kein Weibchen. Okay, neue Aufgabe. Wenn ihr ein weibliches Togepi habt, schickt mir das mal rüber. Ich tausche auch gerne gegen ein männliches, damit ich ein weibliches Togekiss entwickeln kann. Das war's aber für heute. Ich mach das nochmal drauf und drück nochmal drauf. Wieder ein weiterer Eintrag, wieder ein weiteres Generation 4 Pokémon. Togekiss auch dabei, wieder ein 100er, wieder auf Level 40, was will man mehr? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.